Und weiter geht's heute mit City Skylines 2. Wir basteln heute weiter an unserem Ruhrgebietsszenario und bauen erstmal hier an der Stadt Moers ein wenig weiter von der Location. Danach versuchen wir heute nochmal hier drüben auf der anderen Rheinseite die Stadt Duisburg zu integrieren. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Beim letzten Mal haben wir ja schon einiges geschafft. Wir haben hier erstmal die erste Siedlung sozusagen gebaut mit den wichtigsten Basics, mit der Entsorgung, mit der Wasserversorgung und tatsächlich hier mit der Stromversorgung. Und ja, jetzt bauen wir alles Weitere, was für die City, für die Basics auch alles noch wichtig und relevant ist. Ja, dann legen wir doch mal los. Also, wir sind hier, theoretisch in Moers. Und ich mache mal wieder Play, damit das hier weiter läuft. Und es siedeln sich halt schön Stück für Stück immer mehr Leute hier an. Das ist hier alles erstmal ein bisschen kleinbürgerlich, so soll das. Und hier haben wir auch ein bisschen, ja, so ein bisschen Gewerbe. Und es fehlt eigentlich noch Industrie. Und ich überlege, wie ich das am besten mache, dass wir das alles eben schön getrennt haben. Eine Überlegung war, dass ich die Industrie halt mehr an den Rand setze, damit die Städte nicht so verseucht werden von dem Dreck. Und da bietet sich doch Duisburg für an. Und das heißt, wir bauen hier später in Duisburg, hier an dem Rand, irgendwo hier in dieser Area, bauen wir denn dann die erste Industrie. Denn wir müssen ja immer darauf achten, wenn wir die Industrie bauen, die Abgase, hier haben wir jetzt mal eben die Windrichtungen, die wehen ja hier immer schön rüber. Und damit wir hier nicht die ganzen Städte quasi versauen, mache ich die Industrie irgendwo hier an den Rand. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert. Oder vielleicht sogar hier. Ist das hier nicht sogar? Ja, guck mal. Das wäre doch hier ideal, um hier in der Area einfach groß die Industrie anzusiedeln. Das machen wir. Und da machen wir hier nämlich noch einen großen Güterbahnhof hin. Da machen wir hier Anbindungen mit der Straße bis hier rüber. Hier haben wir auch noch die Zugverbindung. Sehr gut. Das nutzen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir hier eben drüben Duisburg, anschließend eben mit dem Industriepark. Den machen wir dann hier hinten hin. Und dann haben wir hier zumindest jede Menge Industrie und der ganze Dreck geht weg. So, aber zuvor kümmern wir uns nochmal um alles das, was wir noch brauchen. Wir haben ja zuletzt, wie gesagt, hier oben noch die Mülldeponie gebaut. Und wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich zuletzt gesagt, wir brauchen noch die Straßenwacht. Ja, das ist auch richtig cool. Das hat man gar nicht so ganz schnell im Game. Das spielt man erst ein bisschen später frei. Hier ist sie. Aber das machen wir natürlich. Ein Straßenwartungsdepot. Und auch das mache ich mal so ein bisschen außerhalb. Das brauchen wir ja gar nicht so ganz nah in der City. So. Oder ich mache das auch mal so, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Platz haben an beiden Seiten. Und schon haben wir hier, genau, das Depot, und die kümmern sich darum, dass die Straßen in Ordnung sind oder dass wir hier quasi Versorgung haben. Wir können hier sogar noch, komm, das bauen wir einfach dran. Wir bauen das einfach mal aus schon mal. Zack, nächste Ausbaustufe. So, und damit haben wir jetzt hier die Straßenwacht quasi so groß ausgebaut, dass sie sich hier schön in der ganzen Area aufhalten können und dafür sorgen, dass die Straßen in Ordnung sind, und bei Unfällen kommen die auch vorbei. So, wir machen natürlich hier wieder das Radio aus. Wir gehen auf das. Dann haben wir hoffentlich kein Gequatsche. Und dann ist das gut. So, Straßenwacht haben wir. Wir können mal kurz in die Übersicht so ein bisschen gucken, was wir denn schon bisher alles haben. Straßen ist soweit okay. Elektrizität sind wir auch mit versorgt. Aber da müssen wir sagen, wir haben keinen eigenen Strom. Und das, würde ich sagen, produzieren wir dann auch genauso da hinten, quasi im Industriegebiet,
Wobei wir da ja auch wirklich ein bisschen noch drauf achten müssen. Ich kann ja hier noch ein bisschen weiterbauen, ne? Wenn wir hier jetzt also den Rhein nehmen und wir haben jetzt hier Moers, Duisburg, dann geht es hier nach Krefeld und Düsseldorf runter. Dann haben wir ja hier die Ruhr und dann kommt ja hier irgendwann auch noch vielleicht noch Mülheim und Essen und Jelsenkirchen. Wobei, das ist ja dann hier wirklich schon ganz weit weg. Da müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich noch machen. Oder, ich gehe mal kurz in diese andere Übersicht. Ich würde sagen, wir verwenden hier vielleicht noch mal ein bisschen. Wir bauen mal das Ruhrgebiet vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus. Nehmen wir das mal so noch ein Stückchen weiter. Und ich glaube, die nehme ich hier auch noch mit. So und so, das vielleicht auch noch. So, dass wir hier die Area auch noch haben, komplett. Obwohl wir die Berge wahrscheinlich gar nicht brauchen. Aber dann ist das zumindest hier offen. Und dann können wir hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Und das Ganze weiter nutzen. Wobei ich sehe jetzt schon, wenn ich hier das anfange. Wir machen das hier auch noch eben weg, wo wir gerade dabei sind. Kaufen wir die hier eben auch mit dazu. So, das kommt noch weg. Und die drei, die machen wir hier auch noch. Dann ist das ungefähr gleich. So. So machen wir das. Hier haben wir auch noch einen Fluss, perfekt. Aber da haben wir hier ausreichend Platz, um hier noch ein bisschen, vielleicht machen wir hier noch eine Siedlung, machen wir hier noch eine City mehr hin, vielleicht machen wir hier noch Mülheim hin oder so und dann reicht das. Oder wir machen hier Mülheim an der Ruhr und auf der anderen Seite machen wir noch Essen hin. Wir gucken mal. Hat ja alles noch ein bisschen Zeit, aber die stehen dann zumindest ein bisschen in den Abgasen und im Smog. Und ja, das ist natürlich ein bisschen uncool. Bauen wir... Ja, genau. Gucken wir erstmal noch, was wir alles brauchen. Also Elektrizität, da waren wir gerade stehen geblieben. Inwieweit wir das weiter ausbauen, das gucken wir uns dann gleich an. Wasser, damit waren wir erstmal versorgt, sind auch komplett im grünen Bereich sozusagen. Das sollte noch auch, ja, Abwasser, genau, Verfügbarkeit, alles im guten Bereich. Medizinisch sind wir, ich würde sagen, erstmal noch ausreichend versorgt. Wir brauchen, glaube ich, noch kein Krankenhaus. Wir haben so eine kleine Klinik. Und wir haben ein Krematorium, also alles, was wir bisher brauchen. Und Recycling, Mülldeponie haben wir. Die Verbrennungsanlage erzeugt Strom. Könnten wir natürlich auch machen. Recyclingzentrum und so weiter, das machen wir alles später. Bildung haben wir auch. Wir haben schon mal eine Schule hier. Das genügt. Wir können hier noch in die Forschung gehen. Das machen wir aber, ja, machen wir auf jeden Fall später. Vielleicht machen wir das auch so in Richtung Düsseldorf so ein bisschen. Dass wir da auch noch ein bisschen mehr machen. Und, oh, guck mal, Katastrophenschutz. Notunterkünfte, Frühwarnsysteme. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man das noch macht mit den Katastrophen im Game, die man ja einschalten kann. Waldbrände, Tornados und ähnliches kann man ja gerne auch mit reinmachen. Hab ich jetzt ausgestellt, denn ich wollte jetzt hier keine Katastrophen drin haben. Feuerwehrmäßig, wir sind komplett versorgt. Polizei, wir sind komplett im grünen Bereich, also alles tutti. Gefängnis brauchen wir alles noch nicht. Und Parkanlagen. Moment, das sind öffentliche Verkehrsmittel. Da muss ich sagen, habe ich auch richtig Bock drauf. Sollen wir schon mal was einstellen? Ja, ich würde sagen, wir fangen schon mal damit an. Entweder ein Taxidepot oder die erste... Busdepot, Busstation. Wir machen erstmal eine Taxizentrale. Und das mit den Bussen, das machen wir dann später. Auch wenn das für ein Taxi jetzt schon komplett zu viel ist, glaube ich. Aber wir fangen damit einfach mal an. Wir machen das auch hier. Ein bisschen außerhalb. So, und jetzt wird es ein bisschen tricky. Denn... Was haben wir hier? Wir können hier nochmal eine Garage dran bauen zum Beispiel. Wir können hier so, was war das jetzt hier? Die Taxizentrale einrichten und wir machen E-Taxis. So, damit wir hier nicht so viel Dreck haben auf den Straßen, nehmen wir natürlich E-Taxis. Perfekt. Also, Taxi kann losgehen. Und jetzt müssen wir für die Taxen auch hier eine... Route, wir machen Taxistand EU, überdachter Taxistand. So, hier haben wir einen. Und dann müssen wir mal eben gucken, wo es sich lohnt. Wir machen mehrere Taxistände.
Und ich glaube, ich werde hier die Hauptstraße entlang die Taxistände machen. Hier sind sie. Und dann machen wir die einfach... Kriege ich die hier so einfach hin? Hier darf ich gar nicht. Oh, wait a minute. Warum will das denn hier nicht? Kann ich die machen? Geht das überdacht hier nicht, weil das einspurig ist? Tatsächlich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hier geht das. Also wenn die Straßen breit genug sind, dann geht das mit Taxistand. Und ansonsten müssen wir tatsächlich hier die kleinen machen. Okay, wir machen hier eins hin. Am Krematorium. Dann machen wir hier der Reihe nach mehrere. Eins. Guck mal, die hauen sogar ab, die Autos. Zwei. Wir machen die hier drüben hin. Drei, vier. An der Seitenstraße auf jeden Fall auch. Da geht es auch. So, eins, zwei, drei, vier. Und dann machen wir aber hier in der Mitte nochmal eins hin. Und wir machen hier und hier und hier und hier. Ich weiß gar nicht, ob wir das so brauchen in der Dichte. Aber ich hoffe, das hilft. Und hier machen wir auch nochmal zwei hin. Einmal hier und einmal hier. So, jetzt sind wir eigentlich schon ganz gut verteilt. Guck mal, die Taxen, die verteilen sich jetzt schon. Die fahren überall hin zu den Standpunkten und platzieren sich überall so ein bisschen. Das ist ja cool. Sie schwärmen aus. Sehr, sehr cool. Und müssten dann jetzt gleich irgendwo hier stehen. Da kommen sie schon an, die ganzen Taxen. Und fahren dann eben auch rum. Jawohl. Dass die Leute hier gar nicht so viel mit den privaten PKW rumbrettern, sondern eben auch die Taxen nutzen. Muss ich da jetzt noch Linien einrichten? Nö, ne? Der Taxistand, der regelt das. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Die Musik ballert mir aber auch in die Ohren, ey. Na, jetzt ist sie auf einmal ganz leise geworden. Okay, also, das haben wir doch schon mal ganz gut geklärt. Also, jetzt kommen hier immer wieder die Taxen raus. Perfekt. Und ich glaube, wir sind auch wirklich hier sehr gut versorgt jetzt für diese kleine City. Für Krefeld, nicht Krefeld, sag ich. Für Moers. In Moers sind wir hier. Okay, wir haben jetzt so gut wie alles. Wir könnten jetzt natürlich noch Parks machen für die Erholung. Parkpflegeservice, den können wir hier auch hinbringen. Den machen wir einfach hier so mit hin. Und dann stellen wir hier noch so kleine Parks einfach mal mit dazu. Und versorgen damit einfach Stück für Stück so ein bisschen die Nachbarschaft immer mal wieder mit so kleinen Parkanlagen. Hier passt hier vielleicht ein größerer Park hin. Guck mal, ein Hundepark. Hier machen wir noch einen Hundepark hin. Und hier ist noch ein Park mit Feuerstelle. Der ist viel zu groß. Das ist wirklich viel zu groß, aber so ein Kinderspielplatzpark kriegen wir auch noch hin. Und damit ist, glaube ich, die ganze Area hier parkmäßig gut versorgt. Und weißt du was, das mit der Feuerstelle? Das machen wir mal hier hin. So. Perfekt. Und hier können ja immer noch überall die Feuerstelle am Krematorium. Hier können ja immer noch überall auch Häuser entstehen. Wobei wir das alles noch gar nicht so richtig versorgt haben. Ne? Wir haben hier, wir haben immer noch ein bisschen Bedarf nach kleiner Wohnfläche. Das können wir vielleicht mal hier noch machen. Ich glaube, wir machen das mal hier oben hin. So, in der Area. Parkside. Und wir machen, na, da geht das schon stark runter. Das mit dem Gewerbe lasse ich erstmal so. Ich möchte hier, glaube ich, erstmal nicht so viel Gewerbe haben. Bürogebäude können wir auch machen. Davon machen wir aber, glaube ich, auch nicht so viele. Ich mache, glaube ich, mal nur so zwei Bürogebäude hier. Oder machen wir das zusammen an einem Haufen? Oder wir machen das einfach hier. So eine kleine Area für Büros. So, ich glaube, das reicht. Einfach so ein bisschen zentral. Dann haben wir da vielleicht so ein paar größere Bürogebäude. Beziehungsweise das hier überdecken wir nochmal mit großen Bürogebäuden. Und das sollte doch dicke reichen. Die schreien immer noch hier nach Gewerbe.
Soll ich noch ein Gewerbe machen? Weißt du was? Wir haben hier gegenüber, wir machen das so. Hier kommt ein großer Gewerbekomplex hin. Direkt gegenüber von dem Parkplatz. Und dann reicht es aber auch. Der Rest kommen jetzt hier immer noch Wohneinheiten dazu, dass das dann Stück für Stück ausgebaut wird. So, so langsam wächst es. Die Leute haben jetzt wieder Möglichkeiten, hier einzuziehen. Und wir ziehen weiter nach Duisburg und verbinden jetzt die Straßen. Und zwar nehmen wir hier diese Straße. Und jetzt brauchen wir eine schöne Brücke. Nehmen wir hier das Ding. Jawohl. Kriegen wir das auch in einem Bogen hin? Ein schön großer Bogen? Ich glaube nicht, oder? Oh, was muss ich machen? Ich muss wahrscheinlich erstmal nach oben, ne? Wir bleiben nochmal hier drauf. Wir gehen nach oben. Ich versuche mal auf 20 Meter Höhe. So. Jetzt sind wir auf 20 Meter. Kann ich sie jetzt überbrücken? Guck mal, mit zwei Bögen. Ich dachte, machen wir hier schön Brücke der Solidarität. In knallrot. Aber ich glaube, das geht so nicht. Dann machen wir das. Aber drei Bögen will ich nicht. Zwei Bögen muss reichen. Zwei Bögen. So. Und jetzt gehen wir wieder runter. Ganz normale Straße. Zack. Runter auf null. Und dann machen wir das so. Machen wir erst einfach mal gerade. Wir sind hier immer noch mit einer relativ großen Straße unterwegs im Vergleich hier zu diesen kleinen Gassen. Einfach nur, damit das eben so eine Art Hauptverkehrsstraße ist. Und jetzt muss ich noch mal ein bisschen schauen, wie wir das machen. Zum einen hätte ich das gerne hier verbunden bis nach hier hinten. Das heißt, hier wird es gleich einfach noch mal eine gerade Linie geben. Vielleicht erstmal bis hierhin. Beziehungsweise wir machen das erstmal bis hier. Überbrücken das Ganze hier auch wieder. Für die Eisenbahn. Dann machen wir das mal so. Oh, Alter, was ist denn das? Das ist ja gewaltig, ey. Was ist das denn Barockes, ey? Hallo, wo sind wir denn hier gelandet? In London oder was? Alter Falter. Nee, das ist aber ein bisschen too much, ey. Dann nehmen wir einfach diese hier. Heieieiei. Komplett übertrieben. So, und dann geht das wieder runter hier. Auf null, ohne Brücke. So, perfekt. Machen wir einfach gerade. Perfekt. Und damit bleiben wir dann erstmal hier hinten. Einfach so dead end bis dahin. Reicht das? Ich glaube sogar noch ein Stückchen weiter. Und dann machen wir nämlich von da aus, müssen wir gleich auch noch ein bisschen Abzweigung machen. So, machen wir das erstmal bis dahin. Und hier drüben muss es ja noch weitergehen mit dem Industriegebiet. Das heißt, wir haben hier doch schon einen heftigen Verkehr, der hier rüber geht. Und entweder machen wir, ich würde sagen, wir machen das sogar hier. Wir machen hier einfach den Abzweig in Richtung Industriegebiet. Ob ich das jetzt hier so lasse, weiß ich noch nicht. Ich baue es erstmal grob für eine grobe Planung. Inwieweit jetzt hier noch der Bahnhof hinkommt und das hier alles connected wird, vielleicht kommt der hier eher dran. Aber das gucken wir uns an. Das wird bestimmt nochmal, oder wir machen das irgendwie extra. Ich glaube, wir machen das beim nächsten Mal. Dann kümmern wir uns komplett um die Industrie. Auch wenn das jetzt schon quasi ja verlangt wird. Ne? Wir haben ja hier unten die Anzeige, Industrie wird verlangt und ist auch super wichtig für die Bevölkerung, dass wir eben hier ausreichend Leute haben, die dann hier eben auch Jobs kriegen. Ganz simpel, ne? So, wir machen das einmal so. Immer noch mit relativ großen Straßen. Und gehen dann aber jetzt gleich ins Kleine. Und hier starten wir auch direkt mit einem großen Kreisverkehr rein. Für die Versorgung, genauso wie hier hinten. Da gehen wir auch nochmal mit dem Kreisverkehr rein. Jawohl. Kreisverkehre, also auf die Art zu bauen, sensationell. Und weißt du was, wo wir gerade dabei sind? Kreisverkehren wir hier auch. So, auch wenn hier noch gar nicht so viel Verkehr ist.
denn das kommt alles erst auch mit der Industrie. Noch ist es okay. Und guck mal, hier kommt schon die Meldung. Nicht genügend Kunden. Es ist natürlich hier so ein riesen Gewerbekomplex ist natürlich hier reingekommen, was höchstwahrscheinlich auch Kunden klaut bei diesem kleinen Gewerbe. Und dann, ja, wird das ein bisschen eng. Und mit der Industrie kommt dann erst mit der Zeit immer mehr Leute rein. Ne? So, jetzt gehen wir mal ein bisschen kleiner. Wir gehen ein bisschen kleiner rein. Die ersten Straßen hier, wir nehmen wieder die Gasse. Und verbinden dann jetzt hier einfach auch mal so ein bisschen, machen wir das mal, so ein bisschen jetzt hier am Rhein entlang. Ein bisschen Rheinufer lassen wir, glaube ich, oder? Wobei, so richtig viel brauchen wir dann nicht. Wir machen hier nochmal eine Rundung rein. Kriegen wir das so hin? Oder ist das zu steil? Ich glaube, das war zu steil, ne? Ja, wir gehen von da nach da so rüber. Das ist mir zu steil. Das geht hier schon zu steil los. Da müssen wir hier ein Stückchen wegschneiden. Also nochmal eine Gerade. Aber nur bis hier vielleicht. Und dann geht es schon los hier mit der Kurve. Ja, das ist schon besser. Und das ist noch besser. So mog wieder. Nicht ganz so weit, denn wir müssen gleich noch die nächste Kurve machen. Die wird noch mal ein bisschen steiler. So. Und dann kommen wir nämlich von da aus noch mal wieder zurück auf die Gerade. Und connecten das jetzt hier einfach gerade. 180 Grad, ja genau, passt. So, da haben wir da die Connection. Und wir können hier auch immer noch wieder Straßen machen, aber auch hier wieder aufpassen, denn wir brauchen immer noch wieder freie Flächen, also Flächen für sehr große Gebäude. Deswegen das Ganze hier vielleicht einfach nicht zu kleinteilig machen. Ich würde sagen, wir machen vielleicht von hier aus nochmal eine Straße rüber. Dann haben wir hier auf jeden Fall ausreichend Fläche. Vielleicht machen wir das auch nochmal, so eine Stichstraße hier rein. Und von hier aus vielleicht auch nochmal. Aber eben nicht zu viel Fläche direkt verbauen und versiegeln. Wenn wir eben ein großes Gebäude brauchen, dann haben wir da nämlich sonst keine Platzmöglichkeiten. Ja, von hier aus passt das soweit. Wir bauen das auf jeden Fall hier auch noch komplett aus. Vielleicht machen wir einfach hier in dem Bereich auch noch ein bisschen mehr. So ein bisschen schickimicki. Naja, Duisburger Schickimicki, ne? Also, dafür wird es reichen. So, normal schick. Einfach nur ein bisschen Platz. So, Dille. Ein bisschen schicken Platz am Rhein, das reicht doch. Gucke mal, wie das schön sein kann hier am Rhein. Wir sind ja auch, glaube ich, an der Ruhr, ne? Ja, wir sind schon am Seitenarm hier. So, dann machen wir das einfach so. Also diese Möglichkeiten jetzt hier gerade mit den mit diesen Markierungen überall, super gut. Also das jetzt im neuen Teil. Richtig gut, ey. Sehr, sehr gut gelöst alles. Gefällt mir schon sehr. So. Was haben wir noch? Straßenmäßig passt das, glaube ich. Ja, auch hier lassen wir ein bisschen Platz. Und dann machen wir aber hier noch weiter. Zum einen brauchen wir natürlich hier immer noch Industrie. Fancy Mucke jetzt auf einmal hier. Okay. Das ist alles relativ kleinteilig jetzt hier. So. Und auch da brauchen wir nochmal eine Connection.
Das haben wir. Hier machen wir keine Connection. Innere lassen wir grün, ob das jetzt für größere Parks ist oder ähnliches. Also das ist schon mal die Basics. Dann müssen wir schon überlegen, was machen wir noch? Ich würde ja gerne, und das hatte ich glaube ich auch im ersten Teil schon gesagt, so eine Art Fußgängerzone bauen. Und das wird wirklich schwierig. Und ich weiß noch nicht, ob wir das hier machen in Duisburg oder vielleicht doch später hier unten in Düsseldorf. So eine Kühezeile. Denn die Gebäude werden alle, da ruckelt es gerade ein wenig, die Gebäude werden alle ungefähr so groß wie das hier. Und das ist ja schon groß. Also Wohneinheiten, so wie hier. Und unten drunter eben komplett alles so kleine Industrie, also beziehungsweise Gewerbeparks, Gewerberäume. Und das heißt, wir haben, guck mal, hier ist ein Bürogebäude. Alter. Also wir haben so große Wohneinheiten dann und unten drunter alles voll mit Gewerbe. Und ob wir jetzt das schon stemmen können, weiß ich nun wirklich nicht. Was wir aber als erstes mal machen, sind hier, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir hier eigentlich Stromversorgung und Wasserversorgung? Haben wir nicht. Kann ich das über die Brücke jetzt hier connecten? Das wäre ja der Hammer. Ich glaube nicht. Oder? Es fühlt sich nicht so an. Oh, wait a minute. Doch, da gehen so Kabel runter. Da geht es so runter, die Leitung. Lol. Und dann geht's hier weiter. Damit ist es connected. Damit sollte es connected sein. Frischwasser, Abwasser und komplett versorgt bis hinten hin. Sogar bis hierhin ins Industriegebiet. Das ist ja ein Dingen. Das ist ja cool. Also, ob das jetzt wirklich so ist, sehen wir gleich, wenn hier Leute siedeln. Das heißt, wir machen jetzt hier Wohngebiete. Natürlich hier wieder aufentspannt, direkt am Rhein. Die Leute kommen sofort hier hin, heiß begehrt hier im wunderschönen Duisburg. Wir machen das erstmal. Das machen wir hier später. Das nutzen wir später aus. Erstmal gucken, dass wir hier nicht ganz so viel übertreiben. Dass es immer noch so einigermaßen ausgeglichen ist. Ja, jetzt die große Frage. Machen wir hier im wunderschönen Duisburger Wald, machen wir hier einfach eine Fußgängerzone hin? Ich bin ja schon dafür. Weißt du was? Wir machen einfach eine kleine. Wir testen das mal. Wir benötigen dafür hier Fußgängerstraße. Eine Fußgängerstraße. Wir machen das auch ein bisschen abseits. Und ich plane die jetzt einfach mal. Wir machen einfach mal so ein Stückchen. So. Einfach nur so ein Stückchen Fußgängerstraße. Machen wir einfach auch in gerade. Oh, können wir da eigentlich Kreisverkehre dran machen? Das ist ja witzig. Wir könnten. Ach, das ist ja ein Dingen. Das ist winzig. Können wir auch so große? Jau. Weißt du was? Ich mache hier so. Guck mal, dann ist aber keine. Oh, das ist aber witzig. Dann ist das ein Kreisverkehr für Fußgänger. Ob die zu groß sind? Die sind zu groß. Kann ich hier noch kleiner? Ich mache die mal nur so. Einfach nur so ein bisschen wie so. Keine Ahnung. Einfach so eine Art. Oder das ist zu klein, ne? Ich mach nochmal eine wieder größer. Kann ich dann da wieder connecten? Es connectet so halb. So einmal links, einmal rechts. Nicht, leider nicht so mittig. Ah, ärgerlich. Kriegen wir das so hin? Ja. Geht doch. Geht doch mit der Mitte. So, und jetzt machen wir hier aber auch das Fußgängerding ran. Und wir machen das genau so. Genau so anschließend. So, siehst du, dann passt das. Sehr schön. Und genauso machen wir das dann hier anschließend.
Wait, nee, wie das machen wir ein bisschen weiter, denn wir müssen das hier gleich noch connecten. Ach, guck mal, es geht sogar von der Mitte aus. Und wir müssen das hier aber nochmal eine Nummer größer machen, damit es, so, siehst du, und schon ist es genau gleich. Ach, wie cool, ey. Das gefällt mir ja schon. So, jetzt müssen wir natürlich hier gleich schauen. Also, auch das wird die Fußgängerzone hier noch. So. Und was wir natürlich ganz dringend benötigen in einer Fußgängerzone, ist ein gewaltiges Parkhaus. Überirdisches Parkhaus. Wow. Und da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das connecten, dass das hier passt. Das hätte ich ja gerne. Wait a minute. Das Parkhaus, wo war das? Da ist es. Es soll nicht da connecten, es soll genau auf der anderen Seite connecten. Aber trotz allem muss ich gucken, wie breit das ist. Wie viel Platz habe ich hier? Ungefähr bis hier. Bedeutet, wenn ich jetzt hier eine Straße mache, und zwar machen wir hier auch eine Straße, die ein bisschen breiter ist. Machen wir das mal von hier. Das ist, glaube ich, oder vielleicht passt es. Ist es zu wenig? Wir werden sehen. Ich hoffe, es passt. Also, das ist jetzt hier die Connection. Wir connecten das bis hier hinten. Und dann geht es da wieder raus. Einfach nur, dass wir hier das so ein bisschen... Es ist ein bisschen schräg. So, wo ist das Parkhaus? Passt nicht. Verdammt, doch zu groß. Ui, das ist breit. Was wir jetzt natürlich machen könnten, wäre einfach die Straße verkleinern. Wir gehen auf diese einzelne Straße. Wobei das bestimmt wieder für Theater sorgt. Wir könnten die jetzt so kleiner ziehen. Und hätten dann hier diese Gasse auch wieder nur. Aber ich glaube, das schmeckt mir gerade auch schon so nicht. Auch weil das so komisch schräg ist hier. Ich glaube, das reißen wir gleich einfach nochmal ab. Parkhaus. Ja, ja doch, so würde es passen. So würde es schon passen. Also wir merken uns mal 1, 2, 3, 4, 4,5 bis 5 Fältchen. Die brauchen wir schon. Ich reiße das trotz allem nochmal eben ab, damit wir das ordentlich da hinsetzen. Aber diesen Abstand benötigen wir. Und dafür... Nehmen wir jetzt nochmal die Straße. Und nicht ersetzen, sondern jetzt neu dran. 1, 2, 3, 4. Auf die 5 gehen wir jetzt mal. Und ziehen das jetzt hier einfach gerade durch. So. That's it. Das kriegen wir nochmal schön hin. Das sah ein bisschen lazy aus, ne? Ist dir doch bestimmt aufgefallen, oder? Alter, da kannst du auch nicht schummeln, ne? Jetzt hier, 90 Grad Winkel. So, dann sieht das auch wieder schick aus. Okay, Parkplatz. Wir brauchen das große. Das große Parkhaus. Guck mal, es passt genau dazwischen, ne? Und jetzt brauchen wir hier natürlich... Bam. Jetzt brauchen wir dann hier natürlich auch wieder Fußgängerwege. So... Schotterstraße, Gasse, Fußgängerstraße. Und die connecten wir natürlich auch einfach jetzt hier direkt ran. Bam. Und genauso auch hier. Und schon haben wir hier unsere wunderschöne Duisburger, unser Duisburger Innenstadt, unsere Einkaufsstraße sozusagen. Und brauchen jetzt natürlich außen herum noch jede Menge normale Bürger sozusagen. Also immer mehr Leute. Und bevor wir das aber jetzt ausbauen, da müssen wir hier aber Gas geben. Ich mache das jetzt mal beispielhaft. Einfach nur, haben wir ein kleines Feld mal.
glaube, so richtig kleine Felder gibt es gerade hier nicht, ne? Das und das, 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 das. Ich meine, ich könnte jetzt... Das machen wir nicht, das lassen wir so, wie es ist. Komm, wir machen mal das hier hin. Ich glaube, es baut sich gerade eh keiner. Ja. Aber hier würde es dann losgehen eben mit dem ersten... Mit der ersten Innenstadt sozusagen. Kein Autoverkehr. Der Autoverkehr geht dann bis hier vorne hin, bis zum Parkhaus. Man sieht dann, die Leute kommen dann rausgerannt, gehen dann direkt hier über die Fußgängerzone, flanieren dann hier lang und gut ist. Wir könnten hier vielleicht sogar auch noch Parks reinmachen. Das machen wir vielleicht direkt. Dass das auch noch so ein bisschen einen Mehrwert hat. Kleine Parks. Machen wir das am Ende? Ich muss ein bisschen überlegen, dass das jetzt auch passt. Und dass ich mir jetzt nicht zu viel Gewerbefläche und sowas alles auch wieder zerstöre, ne? Wir machen einfach mal die beiden Parks, da und da. Und da und da. Jeweils am Ende der Straße. Ein kleiner Park. Sehr schön. So. Das reicht jetzt aber auch hier. Wir sind hier schließlich in Duisburg. Und weil das so ist, ja, brauchen wir auch dringend Gewerbe, oder? Irgendwann müssen wir ja Gas geben mit dem Gewerbe. Guck mal hier, da wurde gerade einer abgeholt. Perfekt. Ja, sehr schön. Es läuft hier mit den Taxis. Da war schon der Rettungswagen, sehr schön. Kaum noch Autos hier in dem Bereich auf den Straßen. Hier allerdings noch jede Menge. Sehr viele Autos. Ob ich hier vielleicht nochmal einen Parkplatz mache? Ich glaube schon. Wir machen hier nochmal einen Parkplatz hin. Wir könnten auch ein unterirdisches Parkhaus machen. Das war aber, glaube ich, zu viel. Wir nehmen einfach diesen kleinen hier wieder. Einfach den kleinen Parkplatz. So, machen wir da vorne nochmal hin. Dass die Leute da so ein bisschen wegkommen, die Straßen zuzuparken. Ich hätte ja gerne sowas wie Parkverbot, ne? Ich hab's aber noch nicht entdeckt. Alter, was ist hier? Wir machen das auch hier. Wir machen hier so ein Riesending hin. Bam. Riesenparkplatz. Alter, wie sieht das aus? Warum ist das hier so hoch? Weil das hier so schräg ist. Okay. Pfui. Also, Riesenparkplatz in der Area. Ob das überhaupt verwendet wird? Ich glaube, das ist zu groß. Das ist zu groß. Das sieht auch aus, ey. Wir machen den ein bisschen kleiner und vielleicht hier vorne hin. Nehmen wir mal den etwas größeren. Und wir pflanzen ihn hier so hin. So, das reicht doch. Absolut. Absolut ausreichend. Er jammert immer noch über mangelnde Kundschaft, aber wir haben auch kaum Möglichkeit, hier jetzt noch neue Kunden anzulocken, also neue Bewohner anzulocken, denn es fehlt die Industrie. Wir haben zwar schon Duisburg jetzt in der Basis geplant, auch hier jetzt mit dem Innenstadtszenario. Es kommen immer noch neue Leute, also sobald welche Bock haben, kommen sie auch hier hin. Hier sind immer noch Einheiten frei. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann hier rein in die Planung des Industriegebiets. Ich habe richtig Bock drauf. Industriegebiet, Bahnhofsszenario, Güterversorgung und von hier aus dann wirklich diese zentrale Versorgung des Ruhrgebiets eben ja, mit den Gütern. Über den Güterverkehr hier in das Industriegebiet und so weiter. Ich glaube, das wird richtig geil. Hab ich Bock drauf? Wenn du auch Bock drauf hast, nächstes Mal wieder einschalten. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.